mein Junge, du hast es aber eilig. Es gibt nichts vor Yushans Rückkehr. Er sollte schon da sein. Wo bleibt er denn? Wie lange sollen wir noch warten? Hier befiehlt Yushan, wenn ihr euch ein schönes Leben macht, so habt ihr dies ihm zu verdanken. Verstanden? Ihr habt zu warten. Mal sehen, ob deine Haut so hart ist wie Gold. Nur zu! Na, hast du immer noch Lust? Nein, Chefin, ich sag nichts mehr. Ich will nichts mehr. Entschuldigen Sie, verzeihen Sie, Chefin, ich will nichts mehr. Chef, Yushan, komm! Yushan, komm! Yushan, komm! Yushan! Yushan! Willkommen, endlich seid ihr da. Ruhig, Freunde, ruhig. Zu Ying. Yushan, Erliao, willkommen, alles okay? Alles gut gegangen. Wir haben Erfolg gehabt, aber diesmal haben wir eine hohe Belohnung verdient. Denn wir haben viel aufs Spiel gesetzt und sind beide ganz schön unter Beschuss gekommen. Ja, ich weiß, aber es gab ja nur euch. Habt ihr es? Ja, wir haben es. Hi, Kuo! Kommt, meine Schätzchen. Kommt. Ich. Was? Für diese Hühner? Habt ihr euer Leben riskiert? Ah, das ist hier drin. Fantastisch, ein toller Einfall, spitze. Fangt sie, Jungs, fangt sie! Fangt sie! Dass du wegkommst, oh. Gehört mir. Hey, wie habt ihr denn das gemacht? Frag doch Yushan, wie er es gemacht hat. Du Dreckschwein! Jetzt wird's brenzlig. Wir können nicht mehr weiter. Wir müssen ein Versteck finden. Ja, du hast recht. 10 Kilometer von hier wohnt meine Familie. Diesmal kommst du mit gefüllten Taschen. 13 Jahre ohne sie zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich den Weg finde. Yufeng, ich muss diese Kuchen zu Herrn Zich bringen. Es sind an die 100 Stück. Da hat er lange zu essen. Ja. Hast du die Kuchen aufgehoben, die ich bestellt habe? Ja, natürlich. Tahao, ich gehe schon an die Arbeit. Beeil dich. Ja. Herr Sich. Guten Tag. Wie bedauerlich, dass eine so hübsche Frau wie Sie immer Kuchen backen muss. Herr Sich, Tahao ist gerade Ihre Bestellung ausliefern. Ich habe genügend Geld, um hunderte von Kuchen zu kaufen, doch keinen Appetit. Was ich hier in diesem Hause suche, sind nicht die Kuchen deines Mannes. Ja, aber was wollen Sie dann? Nur dich. Dich will ich haben. Dich allein, mein Schätzchen. Aber Herr Sich, Tao kommt jeden Moment zurück. Haha, so schnell? Das sollte mich wundern, denn ich habe meinen Koch beauftragt, ihn aufzuhalten. Er soll ihm erklären, wie er die Kuchen macht, und es ihm auch noch zeigen. Selbst wenn er noch so flink ist, braucht er dazu mindestens 2 Stunden. Wir haben also genügend Zeit, um uns beide ein wenig zu unterhalten. Hehehe.
Nein, das geht nicht. Ich kann Ihnen dieses Rezept nicht verraten. Ich verdiene mein Geld damit. Verstehen Sie doch. Ich muss jetzt in meinen Laden zurück. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie mich bitte. Guten Tag. Herr Schisch! Nein! Nein, Herr Schisch! Lassen Sie mich! Lauf nicht weg! Jetzt sag ich dich. Lassen Sie mich! Loslassen! Was? Loslassen! Jufung! 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 Tau! Alles! Tau! 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 Es war schrecklich! Schrecklich! Wer war es? Sag doch, sprich doch. Wer war dieses Schwein? Das sind Banditen. Das geht uns an. Halt da, her mit dem Geld. Wenn ihr was zu sagen habt, so redet. Freunde. Sagt, wer ist euer Chef? Was ist eure Standarte? Wo ist euer Revier und wohin wollt ihr? Ich werde euch alles sagen. Meine Standarte ist die des Todes. Mein Revier kennt keine Grenzen. Ich bin mein eigener Chef und gehorche meinen eigenen Befehlen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Dein Geld interessiert mich jetzt nicht mehr. Ich will nur noch deinen dreckigen Kopf. Meinen Kopf? Einverstanden. Und seinen auch? Sie lachen uns aus. Ja. Gebt es ihm! Los, leg sie um! Gib mir Deckung. Ich kann Kuchen backen, aber kämpfen nicht. Oh, Tahau! Bruder Tahau! Wer ist dort? Versteck dich. Vielleicht ist es Herr Sich, der zurückkommt. Dieser verfluchte Tyrann! Tahau, lass ihn! Tahau, geh nicht! Versteck dich! Ich bitte dich! Hey! Du? Tahau! Yushan! Tahau! Man. Aber Bruder, warum empfängst du mich so schlecht? Ja,
Du bist nicht mein Bruder. Du verdienst Schläge. Jawohl, Schläge. Tao. Schlag mich. Schlag zu, Bruder. Ich habe es verdient. Schlag mich. Hey, Bruder. Hey. Was bist du gewachsen, Yushan? Wie groß und stark bist du geworden? Yushan, mein kleiner Bruder, mein Bruder, mein guter Bruder, mein Bruder ist zurückgekehrt. Yushan! Ai, 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 das ist ein Wiedersehen. Hey, wer ist denn der da? Ich bin Ali Hao, der beste Freund von Yushan. Herzlich willkommen, mein Herr. Yufeng, ich stell dir deinen Schwager vor. Willkommen, Yushan. Da ist deine Schwägerin schon seit 5 Jahren. Ach, meine Schwägerin. Ach, knie bitte nicht nieder. Stehen Sie doch bitte auf. Ich mache es einfacher, auf europäische Art. Hello. Trete doch ein, bitte. Ja, kommen Sie. Herr Ali Hao, mein Haus ist Ihr Haus. Nein, danke. Ich habe eine gute Bekannte in dieser Stadt und will Sie begrüßen gehen. Yushan, bis morgen. Pass aber gut auf, ja? Und dasselbe gilt für dich. Vielleicht ist meine Wohnung zu bescheiden. Wenn du willst, suche ich dir ein Hotel. Nein, ich bleibe. Ich muss dich sprechen. Na gut, gefällt dir meine Wohnung? Aber sicher, viel besser als ein Hotel. Hey, Kleiner, kommst du zu uns? Du wirst es nicht bereuen. Komm, sei doch nicht so schüchtern. Komm herauf zu uns. Komm, komm herauf. Findest du ihn auch so sympathisch? Ja, wenn er zu mir kommt. Oh, treten Sie ein. Guten Abend, willkommen. Hier herein, bitte. Adieu. Wo bist du gewesen all diese Jahre? Ja, in den Bergen. Aha. Und was machtest du da? Ach, ich verkaufte Holz. Ah, eine harte Arbeit, die sich aber lohnt. Du hast recht. Sie ist schwer. Aber man verdient gutes Geld. Sehr gut, sehr gut. Bist du verheiratet? Noch nicht. Warum? Warum denn noch nicht? Dieses Geld habe ich lieber für dich und Yufeng gespart. Aha. Dein Bruder ist wirklich sehr lieb. Komm, trink. Bist du krank? Ich bin gestürzt. Das schmerzt da. Lass mich sehen. Du, das kann ernst sein. Zeig her. Es ist nichts. Morgen gehe ich zum Doktor. Tahao. Ich verstehe vielleicht nichts von Medizin. Aber wenn es um Brüche und Verstauchungen geht, da kenne ich mich aus. Lass ihn doch mal nachsehen. Oh! Du hast gelogen. Sag mir, wer hat dich geschlagen? Niemand, du irrst dich. Ich bin sicher, dass man dich geschlagen hat. Was ist passiert? War es vielleicht wegen Geld? Beruhige dich doch. Ich bin wirklich nur gefallen. Tahao, bisher war ich nicht hier, um dich zu beschützen. Ich konnte nichts für dich tun. Aber jetzt wird alles anders. Jetzt, wo ich da bin. Ich werde nicht zulassen, dass man dich schlägt, beleidigt oder bestiehlt. Und wenn es jemand wagen sollte, so wird er es mit mir zu tun bekommen. Hör doch auf, hör doch auf. Als du klein warst, hast du immer gerauft und ich musste dich einsperren. Aber du entkamst immer durchs Fenster. Und jetzt kommst du zurück und willst schon wieder damit anfangen. Aber du bist jetzt erwachsen, sei doch vernünftig. Ich kann dich nicht mehr einsperren, versteh doch. Yushan, ich bitte dich, hör auf mich. Yufeng, sag die Wahrheit. Wer hat meinen Bruder geschlagen? Hey, ist dieses Stinktier von sich da? Sei höflich, was erlaubst du dir überhaupt? Geh, sagt ihm. Ich will ihn sprechen.